Hallo liebe Freunde, willkommen zum zweiten Teil meiner Reihe Leica on Tour, das Planen einer Fotomotorrad-Reisetour. Heute geht es darum, das GPS vorzubereiten. GPS ist mega wichtig, deswegen ist das jetzt ein extra Teil. Der ist nicht ganz so lang wie der erste Teil. Sorry, der erste Teil war etwas lang geraten, aber die Vorbereitung auf eine Fotomotorradtour ist auch immens wichtig. Da kommt so vieles rein und die dauert auch lang, bei mir manchmal Jahre, bis das Ganze fertig geplant ist. Deswegen hat es leider ein kleines bisschen länger gedauert. Jetzt der Teil des GPS vorzubereiten, ist auch für alle die, die nur eine Motorradtour machen wollen oder nur eine Fototour machen wollen. Aber ich komme dann jetzt gleich noch darauf. GPS ist für mich extrem wichtig, weil es bietet mir die Möglichkeit, stressfrei zu reisen. Ich mache alles im Vorhinein und das ist das, was ich euch heute zeigen werde. Und Karten lenken mich einfach ab. Also Tankrucksack, analoge Karte drauf, ist jetzt nichts, was ich besonders prickelnd finde. Deswegen meide ich sowas sehr gerne. Und naja, und auf dem Motorrad ist es auch so, manchmal musst du dann noch echt stehen bleiben, um dann nochmal die Karte zu studieren. Nee, will ich überhaupt gar nicht haben. Will ich nicht haben. Zum Ansteuern von den POIs, also meinen Points of Interest, also Fotopoints oder auch die Hotels, ist so ein GPS auch total praktisch. Ne? Was ich nämlich immer mache, ist, ich werde diese ganzen POIs vorher schon einspeichern, damit ich nicht während der Tour eingeben muss oder morgens, so, da und dahin geht's. Und dann auf einmal hat diese Karte eine ganz andere Schreibweise, wie ich das gewohnt bin. Hausnummer vor der Straße oder Ort davor, Ort danach. Also wer schon mal in Spanien unterwegs war, der kennt das Problem vielleicht. Ne? Ist es jetzt in Katalan oder muss ich es in Spanisch eingeben oder kann ich es in das Navi sogar in Deutsch eingeben? Das wird also teilweise sehr kompliziert. Deswegen mache ich sowas ganz gerne im Vorhinein. Das erste ist die Wahl des Navigationsgeräts. Navigationsgerät, ganz klar, wir können uns navigieren lassen über Google Maps oder Apple Karten. Das funktioniert ganz gut, wenn ich jetzt auch so ein entsprechendes Device wie das iPhone oder sowas habe und das zum Beispiel auf dem Motorrad installiere oder im Auto installieren. Da ist es ganz okay. Wenn ich jetzt so eine komplette Route plane, dann ist das mit Google Maps schon ein kleines bisschen kompliziert. Und zwar ist da das folgende Problem, wenn ich also jetzt hier in meine Google Maps gehe, zack, da ist er geöffnet. Das ist jetzt meine Route, die ich fahren werde. Und dann ist es so, dass ich die Anzahl der Routenpunkte, die ich auf der Seite hier habe, die ist begrenzt bei Google Maps. Das heißt also, ich kann zwar jetzt für diese Route, da klappt es sogar wunderbar, alle meine Übernachtungspunkte angeben. Was ich allerdings nicht kann, ist die Point of Interest, also die Fotopunkte, die ich ansteuern möchte, auch noch mit reinspeichern. Da habe ich dann echte Probleme damit. Das funktioniert nicht. Und dann brauche ich ja auch noch eine Möglichkeit, das Ganze zu exportieren, damit es dann auch auf meinem Navi funktioniert. Deswegen, Google Maps ist zwar eine ganz nette Sache und ist vor allen Dingen auch wirklich praktisch, wenn ich jetzt etwas auf einer Karte suche. Manchmal ist es ehrlich gesagt so, findet das Google Maps sogar viel besser den Punkt, als jetzt die ein oder andere Navigationssoftware. Oder es liegt vielleicht daran, dass Google toleranter ist bei der Eingabe der Suchbegriffe. Ein anderer Punkt, der ist auch ganz interessant, ist Google Earth Pro. Google Earth Pro, das habe ich hier auch, damit kann ich sehr schön mein Gelände mir anschauen, weil ich nämlich Berge und Täler und sowas sehe. Das ist auch ganz nett, zum Navigieren jetzt allerdings nicht unbedingt geeignet. Also, navigieren, das auch nicht. Das allerbeste ist ein richtiges Navigationsgerät. Ich habe dieses Jahr ein TUNAV dabei. Das ist so das Trial 2 Bike. Da gibt es eine spezielle Halterung, die ich direkt an das Motorrad dran machen kann. Richtig cool. Ram Mount, das heißt also mit stabilen Kugelgelenken und so. Im dritten Teil zeige ich euch das Ganze mal im Detail. Mit so einem Gerät, lange Akkulaufzeit, integrierter Akku, wasserfest, das Ding kann ich einfach ans Motorrad festmachen, ist wesentlich stressfreier, wie jetzt ein iPhone beispielsweise am Motorrad montiert. Geht natürlich auch, ist kein Thema und wenn es nicht gerade so ein kleines ist wie ich mein iPhone,
dann hat man auch ein relativ großes Display. Aber ich baue ehrlich gesagt darauf. Bei der ersten Teil der Tour war es ein Garmin, spezielles Motorradteil. Diesmal habe ich ein TUNAV dabei. Ich bin sehr gespannt, wie es funktioniert. Vor allen Dingen, das Tolle ist, die sind so leicht zu montieren, gerade mit diesem RAM-Mount-Teilen. Die andere Möglichkeit, mit der man sich navigieren lassen kann, gerade für Garmin-Kunden, wobei navigieren lassen ist ein bisschen falsch ausgedrückt. Es geht eher darum, dass ich meine ganzen Navigationspunkte in eine Software reinschreibe und das dann an das Navigationsgerät übertrage. Das ist nämlich wesentlich einfacher, als alles hier auf so einem kleinen Display einzutippen. Und da setze ich auf Garmin Basecamp. Garmin Basecamp, da ist es so, ich habe ja alle meine POIs vorher gesammelt. Das erspart mir dann den Stress und dann gehe ich in Garmin Basecamp und lege mir dann solche Listen an, wo ich dann entsprechend alles ablege. Genau. Das ist so in groben Schritten das, was ich dann mache und danach dann übertrage auf das Navigationsgerät. Jetzt ist es allerdings so, wenn wir jetzt auf Vancouver Island beispielsweise unterwegs sind, dann wollen wir auch das ein oder andere Mal wandern gehen. Ganz klar. Als Fotografen haben wir die Kamera dabei und dann laufen wir einfach mal los. So ganz einfach mal loslaufen ist zwar nett, wenn man viel Zeit hat im Urlaub, aber wir machen das dann anders. Und ich habe sehr gute Erfahrungen eigentlich mit Komoot gemacht, was das Thema Wandern und Mountainbiken betrifft. Und so ist es auch so, dass ich hier auch Komoot benutze. Und ich habe jetzt auch schon mal angefangen, mir die ein oder anderen Wanderpunkte, wie hier zum Beispiel San Jose Bay, mir mal rauszuschreiben, die interessant sein könnten, wo ich hin will. Ich habe dann da auch eine Karte, also ich weiß auch, wo ich dann lang muss. Das Ganze kann ich dann auch auf mein Navi übertragen, weil das Teil ist nämlich auch ein Wandernavi gleichzeitig. Und ja, da können wir uns überlegen, ob das jetzt beispielsweise etwas ist, wo wir wandern gehen wollen. Und Kanada ist jetzt noch nicht ganz so viele Highlights, die es gibt in Komoot. Ist noch ein bisschen begrenzt, das ganze Angebot. Die listen jetzt hier nur 20 Ziele und dann zum Beispiel Top 1 in Stanley Park auf. Okay, aber ist ja gar nicht mal schlecht. Vor allen Dingen, ich kann dann auch sehen, wie lange brauche ich denn eigentlich für diese Wandertour. Also habe ich denn die Zeit, dahin zu laufen, von meinem Standpunkt aus, von meinem Bed and Breakfast aus beispielsweise oder nicht. Das gibt einem schon mal die Sicherheit bei der Zeitplanung. Daher ist das eigentlich ganz gut, das zu verwenden. Jetzt möchte ich euch gerade mal kurz und knapp in der Praxis zeigen, wie das denn eigentlich so aussieht und wie ich das machen würde. Und das erste ist wieder meine POI-Liste, und die ich in OneNote hinterlegt habe. Und da gehe ich jetzt hier zu den POIs und sage dann beispielsweise die Narin Falls. Das hatte ich mir mal aufgeschrieben. Die sollen ganz gut sein. Und dann gehe ich wieder zu Google Maps und gebe das jetzt hier ein. Gavin Nairn Falls, British Columbia, Kanada, alles klar. Okay, hier sind die. Auf dem Sea to Sky Highway. Auf dem Highway fahren wir nämlich entlang. Soll wunderschön sein. Hier neben haben wir auch so ein kleines Bild. Und das ist wieder das Gute, wenn ich auf der Suche bin. Also ich habe einmal bei einem Vortrag irgendwas aufgeschnappt, das habe ich mir niedergeschrieben, habe ich euch im ersten Teil ja erklärt, dass ich immer mal über die ganzen Jahre Fotopunkte sammle oder Punkte sammle, wo ich gerne mal übernachten möchte oder irgendwelche Personen. Und wenn ich jetzt auf Google Maps hingehe und das ist jetzt wirklich ein Highlight, wo schon viele waren, ist es halt super, dass ich hier auch gleich ein paar Bilder gezeigt bekomme. Und da kriege ich so einen kleinen Einblick, so rentiert sich das denn, dahin zu fahren oder rentiert sich es nicht, dahin zu fahren. Und also ich würde jetzt sagen, bin ich zur richtigen Zeit an dem Ort, rentiert sich es durchaus. Hier sehe ich auch, okay, ich muss auch einen Wanderweg einplanen. Das heißt, hier ist es wieder von Vorteil, auf Komoot zu gehen und zu gucken, wie lange brauche ich eigentlich für diesen Wanderweg. Ne? Wie viel Zeit habe ich denn dafür überhaupt? Und das ist schon mal nicht schlecht. Das heißt also, das wäre ein Punkt, den möchte ich auf jeden Fall mit auf der Tour haben. So, was mache ich dann? Also, ich habe geguckt, ist der interessant? Also Unterkünfte, Fotoziele, Landschaftshighlights, Parkplätze. Parkplätze ganz wichtig. Das Motorrad kann ich ja nicht überall abstellen oder das Auto oder den Camper. Cafés und Restaurants. Also für mich leibliches Wohl super wichtig. Also, ich habe meine Liste und jetzt gehe ich in Garmin Basecamp und markiere mir
diese Orte in Basecamp. So, das heißt also, ich suche, wo ist denn eigentlich dieser Punkt? Jetzt gibt es da mehrere Möglichkeiten. Es ist ja so, dass ich eine Karte mir hole. Und auf diesen OSM-Karten kann man manchmal suchen. Narin Falls gebe ich jetzt hier ein und dann merke ich, okay, also mit der Karte, die ich da habe, funktioniert es nicht. Wo bekomme ich eigentlich die Karten her? Wer sich das jetzt fragt, ich kann natürlich die kaufen bei Garmin, das ist kein Problem. Ich kann aber auch OSM-Karten nehmen. Und genau da hat man gerade eben gemerkt, oh, das kann ein Problem sein. Ich kann danach nicht suchen bei diesen Karten. Und je nachdem, was für Kartenmaterial das man hat, also hier OpenStreetMap, die sind in der Regel kostenlos, beziehungsweise hier möchten sie ganz gerne einen kleinen Obolus für die Karten. Ist es so, sind POIs hinterlegt, genauso wie Straßennamen. Meine Erfahrung ist nur, das funktioniert nicht immer mit dem Suchen. Ich habe jetzt mal noch eine zweite Karte. So, Rest Providence Routable. Und hier habe ich auch die Narin Falls. Findet er leider auch nicht. Also, das heißt, das Suchen klappt hier nicht. Wenn ich so ein komplettes Problem habe, dass ich diese Punkte überhaupt nicht finde, dann gehe ich her, gehe in Google Maps, schaue, wo ist das denn? Und dann bleibt mir echt nichts anderes übrig, als dann Karten zu vergleichen. Und bei ganz blöden Dingern habe ich es ehrlich gesagt auch machen müssen. So, jetzt habe ich hier die Narin Falls allerdings schon mal markiert. So, das heißt, ich weiß, wo die sind. Und hier in der Karte existieren sie auch, nur in der Suche funktioniert es nicht. So, das heißt, ich kann jetzt also hier auf diese Karte gehen. Das sind die Falls. Hier ist der Parkplatz. Das heißt, wenn ich jetzt hier so einen POI habe, und dann sieht man auch diese POIs in Basecamp, da sieht man, okay, da tut sich auch was. Das heißt, die kann ich auch direkt anklicken. So, also den Parkplatz klicke ich an, gehe dann auf Parking, setze dann hier ein Fähnchen. Und dann sage ich hier Parking Narin Falls mit Parksymbol. Dann ist dieses POI gespeichert. Und so mache ich das mit allen meinen POIs, wo ich hin möchte. Das heißt, ich gehe zu meiner Liste, kopiere mir das, suche das wieder in der Karte, lege eine Liste an. Hier neben auf der Seite habe ich Ordner, das sind so Sammlungen, hier für diese Motorradtour Kanada 2022. Da liegt dann alles das drin, wo ich hin möchte. So, beispielsweise, jetzt gehe ich mal hier zu den Hotels. So, Duncan Garage. Das ist zum Beispiel so ein Punkt, wo ich ganz gerne hin möchte, was zu essen. Oder The Sugar Shack, das habe ich mir notiert. Das sehe ich hier. Wenn es extrem kleine Orte sind, ist es manchmal schwierig. Dann findet er auch gar nichts. Ne? Übrigens zum Navigieren, hier habe ich eine gekaufte TomTom-Karte, damit ich garantiert keine Probleme habe, in Kanada irgendeinen Ort zu finden. Falls die OSM-Karte nämlich gerade streikt. Weil da wollte ich mich beim Navi ehrlich gesagt nicht darauf verlassen. Bei Garmin habe ich auch die Straßenkarten gekauft und beim TUNAV habe ich jetzt die TomTom-Karte extra für Kanada. Ich habe hier meine Hotels, wie man hier sieht, beispielsweise die Bella Cola Grizzly Tours. Das ist eine Unterkunft. Man sieht es auch schön, das POI mit dem Bettsymbol. Und hier gibt es so kleine Kameras auch. Das heißt, das sind auch so kleine Foto-Highlights, die in der OSM-Karte hinterlegt sind. Das ist eigentlich ganz cool, weil wenn wir morgens aufstehen, frühstücken und je nachdem wie das Wetter ist, kann es sein, dass wir mal umdisponieren. Du kannst nie alles im Vorhinein planen. Deswegen ist ganz gut, wenn man dann solche Punkte sieht, solche POI-Punkte, weil diese OSM-Karte mit den POI-Punkten ist auch hier drauf. Das heißt, ich kann hier auch kurzfristig sagen, okay, dieses POI möchte ich ansteuern. Ansonsten ist es so, habe ich die wichtigsten POIs eigentlich hier drin. Die Liste ist jetzt noch nicht ganz komplett, aber zumindest so ein kleines bisschen. Was ich dann immer auch ganz gerne mache in Basecamp ist, ich sage also, ich werde auch diese Routenabschnitte auch einmal anlegen in Basecamp. Dann sehe ich hier beispielsweise vom Douglas Guesthouse zum Hotel Deoro,
brauchen wir 4 Stunden ungefähr und wir haben eine Entfernung von 266 Kilometern. Das gibt einem dann nochmal so aus der Entfernung so das Gefühl, ah, okay, wie lange brauche ich denn eigentlich für diese Route? Ja, diese Liste, die lege ich dann komplett ab. Manchmal gehe ich dann her und sage, okay, ich werde jetzt mir nochmal den einen oder anderen Punkt. Also wenn ich jetzt auf dieser Basecamp-Liste beispielsweise, jetzt gehe ich gerade nochmal, so, wo war ich? Bella Coola Grizzly Tours. Und jetzt habe ich hier so ein paar kleinere Highlights und dann sage ich so, oh, das könnte doch auch interessant aussehen. Und ich möchte mir das ganz gerne nochmal so topografisch ansehen. Und dann nehme ich mir Google Earth Pro vor und sage dann, okay, ich kann dann hier oben Bella Coola eingeben und sage, ah, okay, ich möchte mir das Gelände einmal kurz anschauen. Wie sieht das eigentlich da aus? Ah, okay, sehr schön. Das heißt, ich sehe dann, dass ich dann da einen Berg habe oder sowas. Oder ich kann dann auch hier Street Map sagen oder Street View, Entschuldigung, und kann dann sehen, okay, wie sieht eigentlich diese Straße da aus? Wie geht es denn hier eigentlich lang? Und das gibt mir nochmal so die Möglichkeit als Fotograf zu sagen, könnte irgendwie spannend sein. Ne? Da möchte ich ganz gerne mir das genauer angucken. Und ja, gibt es auch noch kleinere Bilder. Bella Coola Eagle Lodge sieht auch ganz interessant aus. Ich sehe dann auch, da hinten gibt es dann also auch Berge, die sind relativ hoch. Man weiß, in Kanada gibt es dann viel Nebel. Das bedeutet, um gewisse Uhrzeiten habe ich dann die Garantie, dass ich dann Nebel oben drin hängen habe, der dann das Bild spannend macht. Also Vordergrund, Mitte, Hintergrund. Das gibt dann so eine Tiefenstaffelung, was dann spannende Bilder ergibt. Ne? Weil mit Top-Wetter, Sonnenschein, wolkenlos rechne ich nicht. Wäre auch total langweilig. Das gibt es in Kanada eigentlich äußerst selten, das Ganze. Ja, alles das kommt dann also in Basecamp rein. Immer Stück für Stück für Stück und dann ist irgendwann sind alle POIs übertragen. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie kommt das Ganze aufs Navi? Wenn ich ein Garmin habe, ist es relativ einfach. Ich stöpsel das Garmin an, übertrage das Ganze auf das Garmin und dann ist es erledigt. Wenn ich jetzt so ein TUNAV habe, muss ich ein kleines bisschen anders verfahren. Da kann ich nämlich hergehen, das Ganze als GPX-Datei exportieren und dann kann ich es beim TUNAV importieren. Ne? Dazu gibt es Datei, exportieren, damit kann ich die ganze Liste exportieren und die Sache ist eigentlich erledigt. Je nachdem, was man für ein Navi hat, bei Garmin klappt es soweit super, ist auch eine Garmin-Software, das Basecamp, sollte man die ganzen Dinge auch überprüfen, ob sie denn auch wirklich drauf sind und ob sie ansprechbar sind und auf der Karte auch angezeigt werden. Wer sich jetzt fragt, es gibt doch auch ein Gegenstück von Garmin Basecamp von TUNAV, ja, Land 9. Das möchte ich allerdings nicht nutzen. Es ist eine Katastrophe, weil ich kann auf den Karten keine POIs sehen, kann ich sie schon, aber wenn ich sie anklicke, muss ich jeweils von Hand immer wieder alles reintippen. Und Basecamp übernimmt alle Daten von den POIs, die hinterlegt sind in der Karte. Das macht mir das Ganze viel komfortabler. Dann gehe ich lieber den Umweg und sage, okay, ich exportiere alle POIs, importiere sie da, überprüfe sie nochmal. Sache ist erledigt. Das ist dann für mich eigentlich wesentlich einfacher. So, das war es schon diesmal. Diesmal ganz kurz ein kleiner Überblick, wie ich eigentlich bei der Routenplanung dann vorgehe, wie ich meine POIs erstelle, wie ich sie aufs Navi übertrage. Und im nächsten Teil möchte ich euch dann zeigen, was ich eigentlich alles mitnehme und warum ich es mitnehme. Deswegen wird der nächste Teil wieder ein kleines bisschen länger, weil ich erkläre ein bisschen was zu Kameras, ich erkläre ein kleines bisschen was zum Navi und was man sonst noch so alles braucht. Alles das, was auf einem Motorrad auch unterzubekommen ist und nicht auf dem Motorrad, was ich hier vor der Tür packe, das wäre relativ einfach, sondern wo ich ja noch alles mit dem Flugzeug transportieren muss und da ist man dann nochmal ein kleines bisschen mehr limitiert. So. Das war's von mir. Ich wünsche euch viel Spaß bei eurer eigenen Reiseplanung. Wenn ihr Fragen habt, einfach unten reinschreiben. Und allseits gutes Licht beim Fotografieren, dem schönsten Hobby der Welt. Macht's gut. Ciao, bis zum nächsten Teil. Tschüss, euer Thomas.